Liebe Kolleginnen und Kollegen, hinter uns liegen gut 1,5 Jahre, in denen in der Erwachsenenbildung fast ausschließlich Online-Lehre möglich war. Das war unerwartet und es war lehrreich. Was wir in dieser Zeit gelernt haben, können wir gar nicht mehr vergessen. Es hat einen Einfluss auf unsere Zukunft und die Zukunft der Erwachsenenbildung. Genau darum geht es im EBMUG-Fokus. Lassen Sie uns kurz gemeinsam zurückblicken auf die letzten Jahre und auf die Leitfragen, die in der Erwachsenenbildung in puncto Digitalisierung gestellt wurden. Bis Anfang 2020 lautete die Kernfrage in der Erwachsenenbildung ja oft, wie sehr sollen wir die Digitalisierung in der Lehre überhaupt mitmachen? Ab März 2020 hieß es dann plötzlich online gehen oder absagen und die Hauptfrage war, wie machen wir es und zwar schnell. Wir haben dafür ein einfaches Bausteinmodell vorgestellt. Und in vielen Einrichtungen sind schnell sehr kreative, praktische Lösungen entstanden. Es war eine Zeit der Unsicherheit, wie es weitergeht, und eine resiliente Planung war nötig. Sehr geeignet war dafür Blended Learning im abgesicherten Modus, also von vornherein auch Online-Phasen zu planen und die geplanten Präsenzphasen notfalls durch Webinare zu ersetzen. In dieser Zeit entstand auch das erste Interesse an hybriden Formaten, also Formaten, die in Präsenz und online zugleich stattfinden, zum Beispiel wenn in Präsenz nur wenige Teilnehmende kommen können. Das alles war auch anstrengend und brachte eine gewisse Online-Müdigkeit mit sich. Und mit zunehmender Müdigkeit wurde auch die Frage synchron oder asynchron gestellt, also was müssen wir wirklich gleichzeitig machen und was lässt sich besser zeitversetzt lernen. Die Fragen nach einer guten Didaktik und Planung wurden immer lauter. Gleichzeitig gibt es jetzt viele Teilnehmende, die sich an Online-Veranstaltungen gewöhnt haben. Lernende stellen einen immer größeren Flexibilitätsanspruch an neue Bildungsformate und der Flexibilisierungsdruck steigt zusammen mit dem Professionalisierungsdruck weiter an. Jetzt erlebt die Bildungsplanung eine Art Neuanfang. Wir stehen in puncto Formate vor so vielen Möglichkeiten wie noch nie. Arbeite ich in Präsenz oder online oder beides und beides zugleich oder hintereinander? Das sind jetzt die spannenden Fragen. Um diese Fragen für die eigene Praxis gut zu beantworten, muss man die möglichen Formen und Kombinationen kennen und ihre Vorzüge und Nachteile. Und man muss Online-Räume wirklich als Lernräume bespielen können, sonst kann man keine informierte Entscheidung treffen, geschweige denn selber etwas Neues planen. Daher geht es in diesem ersten Modul gleich um das Thema der aktuellen Bildungsformate. Karin Kulmer gibt im nächsten Video einen Überblick über die gängigsten Webinarformate und Beatrice Kogler spricht im darauffolgenden Video über innovative Webinarformate und neueste Trends. Mit Bildungsformaten für die Zukunft befassen wir uns auch im ersten Webinar, für das wir 4 kreative Bildungsmanager und Managerinnen gewinnen konnten. Und wir hoffen sehr, dass Sie das genießen werden. Wir freuen uns, dass Sie mit uns im EBMUG-Fokus dabei sind und laden Sie ganz herzlich ein, sich im Forum mit Ihren eigenen Erfahrungen und Überlegungen zu beteiligen.